Man levelt hier so unglaublich schnell. Level 15. Einen schönen guten Morgen, ein herzliches Willkommen und ein Hallölö. Ihr hört's. Ich glaube, ich bin ein wenig angeschlagen. Und es soll wieder heißen. Planlosigkeit in Klötzchenform. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Planlosigkeit in Klötzchenform. Und wir wollten ja eigentlich in die Hölle. Hölle. So war der Plan. Wir haben uns hier ein wenig eingebaut. Und ja, wir sind von dem ursprünglichen Plan, hier uns nicht so sesshaft werden zu lassen, ein wenig abgekommen. Amelie freut's auch. Ja, und jetzt schauen wir mal, wohin uns die Reise so führt. Wir gehen nämlich jetzt in den Äther. Da haben wir einiges dabei. Wir haben ein bisschen Holz dabei, ein bisschen Dirt. Ja, jemand Pickaxe. Ja, sieht ganz gut aus, glaube ich. Weil wir wollen mal gucken, was wir da drüben so machen können. Wir brauchen eine Netherfestung und so weiter. Und jetzt schauen wir erstmal, dass wir rübergehen. Lölölö. Downloading Terrain. So. Wir sind in der Hölle angekommen. Und da wird sie aufgebaut, die Hölle. Direkt auf Soul Sand. Na, das ist ja auch toll. Orientieren wir uns hier erstmal ein bisschen. Beziehungsweise. Nicht orientieren wir uns, sondern. Nein, jetzt erstmal das Portal hier ein bisschen einbauen. So. Tja, hätten wir gekonnt, wenn wir uns Cobblestone mitgebracht hätten. Also gehen wir nochmal zurück und holen uns den Kabel raus aus der Kiste. Bücher, hier ist der Kabel. 1, 2 Stacks. Sollte reichen. Seelensand. Ach, scheiß drauf. Also machen wir gleich uns eine Netherkiste. So. Nö. So. Okay, jetzt werde ich den Scheiß nicht mitnehmen. Nehmen wir gleich noch mehr von. Jo. Tja, was gibt's noch zu sagen? Ich finde es ein bisschen schade, dass die Zuschauerzahlen so eingebrochen sind. Guckt ja nur noch einer. Aber auch für diesen einen will ich die beste mögliche Qualität. Habla. Naja, ihr kennt das ja. Jetzt habe ich schon hinter dir überlegt, wie ich meine Zuschauerzahlen steigern könnte. Aber im Endeffekt. Entschuldigung. Im Endeffekt bringt das alles gar nichts. Also ich müsste jetzt mit Monetarisierung anfangen. Das heißt, ihr würdet Werbung sehen und dann könnte ich vielleicht die Frequenz ein bisschen erhöhen und wieder auf ein paar hundert oder sowas kommen. Aber ich glaube, der Markt ist auch einfach übersättigt mit Leuten wie mir, die total casual hier Spiele spielen. Nicht so professionell wie andere. Spiele professionell spielen ist sowieso geil. Als Grundidee. So. Warum mache ich
ich das hier. Das ist quasi ein Gast-Protection-Käfig, den ich baue. So. Das ist jedenfalls so der grobe Plan. Entgegen dem, was hier unten passieren kann. Ui, da ist das schon vorbei. Und da drüben ist schon eine Niederfestung. Ja, es hat sich gelohnt, das hier kurz aufzubauen. Also da drüben wollen wir hin. Eine Niederfestung. Ganz viel sehen wir. Niederquarz sehe ich auch schon. Da oben auch. Glowstone ein bisschen. Ja. Ah, alles klar. So. Ja. Also so lang müsste ich da rumgehen. Damit das hier brennen kann. Möchte ich noch ein bisschen mehr von dem Zeug. So. Kann ich jetzt hier ein paar Leuchtfeuer, upsie, generieren. Naja, passt dann später, wenn man es hochbaut. So. Damit brennt es da oben schön. Und sollte auch weiter brennen. Um eine längere Zeit. Jetzt gehen wir erstmal hier runter und um die Ecke rum, würde ich sagen. Also die andere Musik im Hintergrund macht wer anders. Amelia hat so ihr eigenes Unterhaltungsprogramm für uns alle. Sich ausgedacht für den heutigen Tag. Und wir genießen es einfach mal im Hintergrund, da es noch ein bisschen die Dudelkiste mitläuft. Würde ich mal vorschlagen. Alles andere funktioniert ja nicht. So. Kaputt. Okay. Dann gehen wir hier mal ein bisschen runter. Auf jeden Fall gibt es hier Nita-Quarz, jede Menge. Früher dachte ich, das wäre eine seltene Ressource. Aber es lag wahrscheinlich nur an meinem alten Kartenmaterial. Uiuiui, ein Gast. Wo ist er denn? So, und jetzt sind wir nicht hier. Ja. Was ist denn los, Mäuschen? Beschwerdeabteilung ist geöffnet. Oh, da ist noch mehr Nita-Quarz. Jetzt hier geht es nicht so wirklich weiter, wie man sieht. Aber was man auch schon sieht, man levelt hier so unglaublich schnell. Dass es eine Freude ist. Und diese Freude sollte uns zuteil werden. Wir werden das hier alles mal ein bisschen kabbeln. Und mit Cobblestone ein bisschen ausfüllen, dass wir uns hier schnell bewegen können. Aber hier drüben ist jetzt halt nicht so viel. Das könnten wir noch darunter gucken. Aber ja, wir müssen irgendwie uns darüber bauen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Thank you.
So, was haben wir jetzt hier? Also, wir können uns einfach von da oben runterbauen. Das macht keinen Unterschied. Also, würde ich mal sagen, wir machen das gleich hier irgendwo. Und gut ist. Und wir müssen natürlich beim Unterbauen aufpassen, dass wir nicht in die Lava fallen. Das wäre günstig. Ganz vergessen, meine Stoppuhr zu starten, um rauszufinden, wie lange ich den schon aufnehme. Mann, Mann, Mann. Oh, krass, ey. Hier levelst du so unglaublich schnell. So unglaublich schnell einfach. So. Ob ich das jetzt hier zubaue, ist es einfach nur aus Gründen der Beautification, des Schönermachens. Ein bisschen Kaffee trinken. Das ist krass, ne? Da reißt dir ein bisschen Erde auf und dann findest du hier Netherquarze ohne Ende. Also das scheint ja hier echt eine Ressource zu sein, die es im Überfluss gibt. Man muss fast mit jeder Minecraft-Version immer das Gebiet wechseln oder so. Vielleicht ist das auch einfach ein Ansatz, mit jeder Minecraft-Version dann zu sagen, okay, Leute, das ist jetzt wieder der Punkt, an dem wir einen Restart probieren. Okay. Da draußen. Na, kleine Maus, was ist los? So. So. Tja. Normalerweise schaffe ich es auch vorzuproduzieren, dass ich aufnehme, während die Kleine pennt. Aber die letzten Tage hatten wir so viel zu tun, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Und jetzt hatte ich mein vorproduziertes Material auch alle. Deswegen dachte ich, jetzt mache ich mal Quick and Dirty eine Runde Hölle. Und dann vielleicht heute Abend nochmal zu einer richtigen Runde zu kommen. So der Plan. Mal sehen, was zuletzt stirbt. Unglaublich. Ich bin echt angeschlagen. So. Da ist mein Weg nach oben, ja. So. Geht's hier weiter? Na, das war falsch. Auf einer Höhe mit uns vom Geräusch her. Da sind sie. Gut, dann können wir das hier unten schon mal wieder zukippen. Haben die
minecraftet auch mit ihren Bauklötzen, wie man hört. Ja, da war der Name, ne? Das ist unglaublich. Das ist unbelievable. Unbelievable. So, und dann geht's hier nämlich raus aus dem Berg. Aber hier auf einer Zwischenebene. So, auch wieder. Können wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Jetzt hier mal. Ach, die gibt's auch in klein. Gibt's jetzt auch Babyschweinesoldaten. Ist das nicht schön? So. Dann würde ich ja mal sagen, wir haben ja schon wieder viel geschafft. Wir haben einen Tunnel gegraben. Und wir sind schon wieder Level 13. Ist das krass, ey. Krass, krass, krass. Für den kurzen Ausflug im Nether Level 13 ist echt übel. Würde ich mal behaupten wollen. So, wir lassen mal diesen Überhang hier Überhang sein. Hier die Wandspitzhacke. Hauen wir uns noch ein paar Netherracks hier raus. Weil wir wollen ja unsere Eingänge dann auch wiederfinden. Deswegen müssen wir das hier mal so natürlich begradigen alles. So. Und wir zünden den kompletten Nether an. So, damit haben wir hier eine wunderschöne Linie, die uns hierher führen müsste, zu unserem Aufgang. Von hier aus kommt man da auf jeden Fall rüber. Naja, und wir werden uns dann wahrscheinlich unten drunter durchgraben bis zur Nether-Festung da drüben. Ich weiß nicht, wie wir es sonst machen sollen. Ja, hier ist auf jeden Fall noch Glowstone und Nether-Quarz und alles. Also ist einfach mal alles. Ja, Glowstone holen wir jetzt noch hier raus. Ah, der bringt überhaupt keine Erfahrungspunkte, ne? Ist einfach nur gut zu haben. So. Man levelt hier so unglaublich schnell Level 15. Also ich meine, wie viele Folgen haben wir außerhalb des Nethers für so eine Levelanzahl gebraucht? Ich glaube, es waren 12 oder so. Und hier machen wir es innerhalb von einer Folge. Es ist übel. So. Aber nichtsdestoübel. Gehen wir wieder zurück. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Mit dem Nether. So. Und jetzt habt ihr auch gesehen, warum da die Tür hingehört. Weil sonst hast du deine Bude voll mit Schweinesoldaten. Das will ja auch keiner. So. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann demnächst bald gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.